Kann man hier stehen, ja? Ich denke. Alles klar. Hallo Leute, hier ist Bunker Cat TV mit Go Outside. Und zwar haben wir spontan eine Overnight jetzt hier eingelegt. Und zwar an einem berüchtigten Ort, mitten irgendwo in Brandenburger Dschungel. Im Brieselanger Wald. In Brieselanger Wald. Mal schauen, was uns hier erwartet. Viel Spaß beim Schauen. Ich hoffe, wir werden diese Overnight überleben. Angeblich soll es hier richtig krass abgehen. Mit dabei, Freund und Helfer. Oh Light. Ich liebe die Taschenlampe. Unsere Versorgung. Wasser, ein bisschen was zu fressen. Im Campingkocher. So, hier wird auch schon fleißig gekocht. Wir haben Teamwork gemacht. Go Outside hat die Zwiebeln geschnitten. Die Zwiebeln geschnitten, ich habe die Kartoffeln geschält und dann wird auch gleich gekocht. Dann gibt's Happa Happa. Genau, wir sind ja auch mega hungrig. Wir haben ja heute nur zu Frühstück gegessen und waren den ganzen Tag auf Tour. Und da freut man sich natürlich sehr, was Richtiges zu essen zu bekommen. Die brauchen wir noch eine Weile. Ein bisschen noch. Da kommen ja noch Eier, also Spiegeleier. Und Creme Fraiche, ganz wichtig, mit ganz viel Kräutern, so schmeckt es am besten. Empfehle ich wirklich jeden. Für weitere Kochtipps folgt uns. Das war jetzt übrigens auch unsere kleine Planänderung gewesen. Ursprünglich war ein ganz anderes Gelände dafür vorgeplant. Und zwar ein Advanced-Fin-Klinikum hier für Lungenkrankheiten. Dort sind wir auf einen sehr netten Hausmeister getroffen, der uns gleich gedroht hat, dass er auf uns schießt, wenn er uns nach dort vorfindet. Wir haben auch tatsächlich gefragt, ob es überhaupt legitim sei, auf Menschen zu schießen. Ne? In Deutschland. Vor allem in Deutschland mit Vorwarnung. Meinte, ja, er darf das, er hat einen Jagdschein. Schreibt mir in die Kommentare, ob das wirklich so rechtens ist. Leute, es ist angerichtet. Wir haben leider Gottes die Eier zu Hause gelassen. Schade eigentlich, aber es schmeckt auch so richtig gut. Schaut mal her. Und wir suchen und suchen und suchen das Licht, was finden können. Oh. Ich hoffe, dass mir geblendet wird. So Leute, jetzt geht es los. Wir haben kräftig gegessen, fühle mich auch ziemlich satt. Und nun machen wir eine Nachtwanderung durch den Brieselanger Wald. Seid ihr spannend, ob irgendwas passiert? Warum ist dieser Ort überhaupt so interessant? Liegt einfach daran, dass sich sehr viele Mythen drum ranken. Genauso wie einschlägige Erfahrungen von Leuten, die hier schon mal unterwegs waren. Die Mythen, die ranken sich übrigens darum, dass hier am 26. Nee, Quatsch. Dass sie am 29.06.45 ein 12-jähriges Mädchen, das mit ihren Eltern frisch zugezogen sind, einer Gruppe von betrunkenen sowjetischen Soldaten den Weg weisen wollte und diese ihre missliche Lage ausnutzten, sie vergewaltigten und sie ins Gesicht erschossen haben. Und dass es halt ihr Geist ist, der hier umherstreift. Und das Licht soll wohl von dem Vater kommen, der sie nachts mit einer Taschenlampe oder mit einem Licht gesucht hat. Außerdem gibt es noch einen anderen Mythos, und zwar von einem Wegweiser, der den Touristen, kann man sagen, also von Wanderern, den Weg durch den Wald gewiesen hat. Und dann auf eine Art und Weise hier verstarb. Genauso kann es gut sein, dass
hier auch einfach nur Irrlichter erscheinen, weil man versucht hat, das Moorgebiet ringsherum trocken zu legen. Und seitdem entflammen hier die Gase, also die Moorgase. Die Atmosphäre ist schon mal sehr unheimlich. Bin ich hier alleine unterwegs? Bin ich gar nicht hier? Will ich mir gar nicht trauen. Sehr gruselige Stimmung. Eine äußerst gruselige Stimmung. Stell dir vor, du musst hier alleine unterwegs durch den Wald nach Hause. Kreuzung, Leute. Einmal nix. Ja, noch zu biegen. Ja, weiter geradeaus oder willst du irgendwo abbiegen? Wir können uns gern hier verlaufen, dann sehen wir zu, wie wir zum Auto kommen. Übrigens eine sehr blöde Idee, so können wir eine ganze Nacht hier rumhören, bis die Sonne aufgeht. Keine Sorge, ich habe den Standort geschickt. Wieso so wir? Also zurück, wir haben wir schon finden. Wir werden einlaufen. Gehen wir trotzdem. Was erstaunlich ist, man hört hier wirklich sämtliche Geräusche, die aus der Stadt kommen, als wir gekocht haben. Konnte man ständig rumpeln hören, bis wir dann begriffen haben, dass hier irgendwo eine Verladestation für Züge sein könnte. Weil man auf einmal einen vorbeirauschenden und dann abbremsenden Zug hörte. Also glaube ich es zumindest. Ich habe nicht bei Google Maps nachgeschaut, was hier alles gibt. Lass uns einfach überraschen. Sieht man es auf der Kamera? Da reflektiert was. Da sieht man noch ein bisschen mehr. Da. Unsere erste paranormale Begegnung mit einem Schild. Ich habe auch gelesen, dass man halt die Lichter in weißen, in orangenen und in grünen Farben sieht. Und das Orangene wäre zum Beispiel hier ein Reflektor, genauso wie da hinten der weiße Reflektor, sowie dieses kleine Schildchen, was wir von Weitem reflektieren sehen haben. Und da hinten auch nochmal so ein Wegweiser. Die Straßenlaternen aufgehört haben zu leuchten. Ja, wenn die mal kurz angegangen sind und die flackert haben, das ist ja auch noch so eine Sache, ne? Ich kann mich noch erinnern, wir haben früher die Laternen ausgetreten und da haben sie angefangen zu blinken. Mal haben sie dann kurz geleuchtet, mal etwas länger. Und dann haben sie einfach nur geflackert, bis sie ausgingen. Und dann gingen sie wieder an. Und das war immer so unregelmäßig. Und ich kann mir vorstellen, dass in so einer Location, wenn man alleine im Wald im Dunkeln unterwegs ist, es ganz schön gruselig wirken kann.
man Überblick verschaffen von dem ganzen Areal. Wir müssen uns auf jeden Fall nachher noch einen guten Ort zum Schlafen suchen. Geschlafen mit dem Auto. Ich habe einen schönen kuscheligen bis minus 10 Grad Celsius Mumienschlafsack. Mumienschlafsack? Ich habe eine schöne Kuscheldecke. Und der ist einfach gut gepolstert. Eigentlich braucht er keine Decke. Jetzt bin ich natürlich auf die glorreiche Idee, mein EMF rauszuholen. Und der geht ab und zu mal auf einmal los. Elektrisches Feld wird angezeigt, magnetisches Feld wird nicht angezeigt. Guck mal da oben im Baum. Was ist das? Ah. Das ist eigentlich, komm her. Das ist nicht. Das holt uns. Wir werden alle Hoffnungen und Träume zerstört von einer paranormalen Begegnung. Es tut mir wirklich leid, dass ich deine Hoffnung zerstöre. Ich bin enttäuscht und traurig. Deswegen sind wir auch hier. Das ist seltsam. Ja, schon wieder. Was denn? Da ist irgendwie ein Baumkletter. Und Alufolie drin hängen. Das Feld hier ist auch die ganze Zeit am Springen. Ich hab heute nichts bei. Ich habe auch heute nichts bei, was das Ding irgendwie vielleicht reizen könnte. Das Ding ist ja auch relativ unsensibel, muss ich sagen. Also damit da überhaupt irgendein Ausschlag passiert, muss man ja schon wirklich an elektrische Geräte sehr nah rangehen. Bup. Abrupt, komplett weg die Zahlen. Nicht mal untergebaut, sondern komplett weg auf null. Puff. Boah! Da war ein Vogel. Ich hab dich mal getan. Oh, das ist doch Horror für den Buhr, Alter. Dann hab ich voll am Jagdisch Project. Das wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott. Kickt euch das an. Das ist geil, oder? Das ist so scheiße gruselig. Vielleicht sollten wir uns richtig weit aus der Komfortzone hier rauswagen und in diesen Blair Witch Wald reingehen. Also nicht den aus dem Film, sondern den, den wir gerade gesehen haben. Hier. Grüne Lichter. Katzenaugen. Okay, Leute. Ich hab grad mal in die Richtung geleuchtet. Die leuchtet einfach nur aus. Ich dachte, ach so, weißt du, wir werden verfolgt und so. Was habe ich da gesehen? Was ich auch noch gerne ausprobieren würde, dieser Quatsch hier. Die Ghosttube App. Ich freue mich, wenn sie solche Geräusche von sich gibt. Ich
habe mich schon mal ganz gut mit der App auf dem Klo unterhalten. Jetzt machst du das Ding an, oder was? Ja. Damit wir uns richtig einkacken. Dafür sind wir doch hier. Und die App hört. Das macht mir schon mal sehr viel Sorgen. Aber klar. Ich würde hin und wieder einen Fuchs verfolgen, ist ja logisch. Na, so wie vorhin am Auto, als wir was gegessen haben. Die sind ja auch neugierig. Kam da ein kleines Füchslein um die Ecke. Das sind ja immer behinderte Katzen. Füchse sind Hunde und keine Katzen. Das heißt behinderte Hunde. Also theoretisch, wenn ich nicht sage, dann darf es auch nicht antworten. Ich rede von der App. Da kann man schon verstehen, warum hier manche Leute ans andere Gefühle kriegen, oder? Wohnzimmer. Wohnzimmer ist das hier definitiv nicht. So viel Fantasie hätte ich jetzt auch. Also jetzt gerade habe ich mich sehr erschrocken. Vielleicht lebt ja die Präsenz hier und es ist ihr Wohnzimmer. Die Präsenz, der das in ihr Wohnzimmer kommt. Wohnzimmer. Ja. Was ist mit dem Wohnzimmer? Also ich glaube ja grundsätzlich an solche Sachen nicht, wie eine App, die mit den Geistern kommunizieren kann, beziehungsweise das wiedergeben kann. Wohnzimmer. Was ist mit dem Wohnzimmer? Was ist da? Was ist im Wohnzimmer? Was ist im Wohnzimmer? Ich glaube ja nicht daran. Und deswegen finde ich es eigentlich recht amüsant, so ein Ding mal rauszupacken und mal auszuprobieren. Zumal die Dinger von alleine losgehen und anfangen unterbrochen zu quatschen. Wer spricht da? Katzen. Ja, hast du gerade gehört von mir? Wer spricht da zu mir? Ich habe heute die App übrigens auch ganz nah an den Kühlschrank gehalten. Schlafzimmer. Was ist denn im Schlafzimmer? Wenn sie jetzt Fische sagt, dann flippe ich aus. Oder Katzen. Ich glaube langsam, die AC13 ist aus irgendeinem Würfer. Was? Hey? Ja? Ja, mach ein Licht aus, komm. Du hast mir gerade ins Gesicht geleuchtet. Das war wirklich hell. Achso, das hat dein Handy wahrscheinlich registriert. Schlafzimmer ist hell. Leer. Leer ist so noch. Hell und leer. Wer? Was, wer? Wer? Achso, ich habe leer verstanden. Wer bist du? Vorne ist eine gute Stelle, was ich erzählen wollte, komplett ich habe ja heute, die App an meinen Kühlschrank rangehalten, sehr nahe, und da hat es dann angefangen genauso auszuschlagen wie bei einem EMF. Also reagiert es eigentlich auch bloß nur auf elektrische Felder, Magnetfelder, so wie mein EMF vorhin. Wir stehen jetzt an der Kreuzung und machen jetzt einfach mal alle Lichter aus. Gucken, was passiert. Und wenn irgendwas passiert, mache ich die Kamera an. Also wir haben jetzt gerade ein paar Minütchen auf uns diese dunkle Stimmung wirken lassen. Und ich muss sagen, mir haben schon die Augen einen leichten Streich gespielt, dass, wenn zum Beispiel das ganze Licht aus den Baumkronen so leicht durchgeschimmert hat, wenn man auf einen bestimmten Fleck geschaut hat, dass es auf einmal verschwand. Aber ich glaube, ich bin da auch langsam müde und reif ins Bett und mir tun auch die Augen ziemlich weh. Deswegen fällt mir auch diese Aufnahme gerade sehr schwer.
Aber es ist schon sehr dunkel, sehr düster. Und wenn das Licht nicht da ist oder halt ganz schwach leuchtet und man die ganzen Geräusche aus dem Wald hört und dann die Tiere, die irgendwie vorbeistreifen, sieht, dessen Augen so ganz leicht reflektieren, dass man halt schon anfängt, Dinge zu sehen und Dinge zu hören und irgendwas wahrzunehmen, was eigentlich gar nicht da ist. Aber ein äußerst faszinierender Ort, und ich finde, diese Stimmung muss man doch schon mal gefühlt haben, aber ich glaube, das kriegt man auch bei sich vor der Haustür ganz gut hin. So Leute, wir sind am Auto angelangt, in den Auto angelangt und haben uns jetzt schlaffertig gemacht. So gut wie es geht. Soweit wie es geht. Ich hoffe wirklich sehr, wir können hier gut schlafen. Das ist auch unsere erste Overnight in dem Sinne von an einen Ort, der irgendwie halt vom Sagen und Hören vorbelastet ist. Ist ja kein richtiges Last Place in dem Sinne, aber halt schon sehr aufregend. Gut, ich bin jetzt hier nicht irgendwie vorbelastet von den Erzählungen gekommen und gehe da auch sehr nüchtern an die ganze Sache heran. Hier ist nochmal Go-Out-Zeit. Ich bin auch schon müde. Ist auch schon müde. Ja, und dann sehen wir uns morgen früh. Gute Nacht. Guten Morgen, Leute. Wir haben sehr gut in dem Auto geschlafen. Wir haben nicht gefroren. Also ich zumindest nicht. Hast du gefroren? Nö, ich hab die Kuscheldecke. Er hatte eine Kuscheldecke aus Katzenhaaren. Ja, jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee. Die Zähnchen sind auch geputzt, die Haare regend. Ich sehe bestimmt aus wie ein Halloween, um kleine Kinder zu erschrecken. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich hab gerade ein Boot überholt auf der Autobahn. Ja, wir fahren auch ein Boot auf der Autobahn. Ja Leute, das war's jetzt mit unserem riesenlangen Waldabenteuer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann ein Däumchen nach oben. Aktiviert die Kanalglocke.